Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei Unboxings. Ab morgen hat Aldi einen Gaming-PC für 1299 Euro im Angebot. Ob dieser sich wirklich lohnt und ob man ihn kaufen sollte, das seht ihr in diesem Video. Viel Spaß! Wenn du neu hier bist, kannst du diesen Kanal hier sehr gerne abonnieren, um jeden Mittwoch ein neues Unboxing-Video sehen zu können. Der Gaming-PC, den Aldi diese Woche im Angebot hat, nennt sich Medion Eraser X67020. Hier kommen auch schon einige interessante Seiten, aber wir gehen erstmal runter auf Aldi Süd. Hier wird er auch schon angezeigt und wir sehen hier 1299 Euro für einen High-End-Gaming-PC. Verbaut ist in dem PC ein i7-Prozessor der 8. Generation mit 3,2 GHz bis zu 4,6 GHz. Dann ist noch verbaut eine Nvidia GeForce GTX 1070 mit 8 GB Grafikspeicher, dann eine 2 TB Festplatte und eine 256 GB SSD. Dazu noch 16 GB DDR4 RAM und ansonsten hier noch Anschlüsse am Mainboard, 3 Jahre Garantie hat man darauf und natürlich ist auch noch Windows 10 Home darauf installiert. Doch ob sich das Ganze lohnt, rechnen wir jetzt mal kurz zusammen. Dazu gehe ich auf Mindfactory PC. Und jetzt gehe ich einfach mal von dem Selbstzusammenbau aus, wenn ich hier bei Mindfactory einkaufen würde. Das ist keine Produktplatzierung und keine Werbung für Mindfactory, auch nicht für Aldi und auch nicht für Medion. Ich möchte einfach nur mal schauen, ob sich der PC lohnen würde und ob ich hier sogar ein wirkliches Schnäppchen mache. Als erstes schauen wir mal nach dem i7-Prozessor. Das ist der hier. Wir gehen auch mal davon aus, dass hier auch der Inbox-Kühler verwendet wird und kein Separator-Kühler in den Warenkorb. Dann ist enthalten eine Nvidia GeForce 1070. Da schauen wir jetzt auch mal kurz nach der relativ günstigsten. Nehmen wir mal die hier. In den Warenkorb, dann eine 2 TB Toshiba Festplatte, Preis aufsteigend natürlich. Wir gehen einfach mal davon aus, dass Aldi die günstigsten Bauteile in den PC verbaut. Dann 16 GB DDR4 RAM. Dann nehmen wir mal die hier. Dann nicht zu vergessen natürlich die SSD-Platte. Hätte ich jetzt schon fast übersehen, aber nein, die ist tatsächlich auch noch drin. Was den PC zwar nicht unbedingt schneller macht, da ja auch noch eine 2 TB HDD-Platte drin ist, aber ist schon mal schön, dass die das überhaupt reinmachen. Dann nehmen wir auch wieder die günstigste in den Warenkorb. Ansonsten haben wir alles, was hier aufgelistet ist, drin. Dann ist auf jeden Fall ein 450 Watt Netzteil im PC verbaut. Das ist zwar etwas wenig, wie ich finde, für die Komponenten, die im PC enthalten sind, aber knapp bemessen und wahrscheinlich trotzdem ausreichend. Dann nehmen wir auch wieder das günstigste von allen in den Warenkorb. Dann ist noch verbaut ein Mainboard natürlich. Dann nehmen wir auch wieder ein relativ günstiges, das hier zum Beispiel, oder das hier in den Warenkorb. Dann bräuchten wir noch Windows 10 als Software. Ist auf jeden Fall günstiger zu erhalten, als man es jetzt hier auf Mindfactory bekommt. Aber wir wollen das jetzt einfach mal hier alles auflisten. Und deswegen
packe ich das auch hier alles in den Warenkorb rein. Und dann bräuchten wir noch eine Wärmeleitpaste auf jeden Fall. Die ist relativ günstig zu bekommen. In den Warenkorb. Dann zu guter Letzt brauchen wir natürlich noch ein Gehäuse für den PC. Dann nehmen wir jetzt einfach mal das hier. Und wir sind bei 1269 Euro. Im Vergleich, wenn wir nochmal das Aldi-Angebot anschauen, sind wir bei 1299 Euro. Ich will nicht sagen, dass das Angebot hier wirklich der Realität entspricht. Man bekommt die einzelnen Komponenten wirklich auch bei anderen Seiten deutlich günstiger, als man es jetzt hier bekommt. Ich sag mal, man würde den PC auch für ungefähr 1100 Euro bekommen. Dann muss man aber noch beachten, dass man bei Aldi wirklich 3 Jahre lang Garantie auf den PC hat. Das heißt, ich kann den PC, sollte er nicht mehr funktionieren, einfach zu Medion einschicken und bekomme dann im besten Fall einen reparierten oder sogar neuen PC zurückgeschickt. Hier, bei einem Selbstbau-PC, habe ich dann immer die eigene Verantwortung, das zum einen zusammenzubauen. Wenn ich dann noch jemanden suche, der das zusammenbaut, das würde auch wieder Geld kosten. Von dem her ist der Aldi-PC wirklich nicht schlecht, aber es ist auch wirklich günstiger zu bekommen. Dann möchte ich noch dazu sagen, dass die Bauteile, die im Aldi-PC verbaut sind, wirklich auch nicht diesen hier zu 100% entsprechen. Teilweise können es eventuell sogar bessere Bauteile sein, wahrscheinlich sind es aber sogar schlechtere Bauteile wie jetzt hier aufgelistet. Ansonsten kann ich euch wirklich den Aldi-PC ans Herz legen, denn dieser ist wirklich nicht schlecht und auch wirklich seiner High-End-Gaming-PC-Benennung gerechtfertigt. Und das war es jetzt auch schon wieder mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen, diese etwas andere Art von Video. Zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben und einem Abo auf diesen Kanal. Und jetzt sehen wir uns bestimmt in einem anderen Video bald wieder. Macht's gut und tschüss!